Lektion 285. Meine Heiligkeit leuchtet heute hell und klar. Heute wache ich mit Freude auf und erwarte, dass nur die glücklichen Dinge Gottes zu mir kommen. Ich bitte nur sie zu kommen und mir ist klar, dass meine Einladung von den Gedanken beantwortet werden wird, denen sie von mir gesandt ward. Und ich werde nur um frohe Dinge bitten, in dem Augenblick, in dem ich meine Heiligkeit akzeptiere. Denn was würde Schmerz mir nützen, welchem Zweck mein Leiden dienen? Und wie könnten Gram und Verlust mir helfen, wenn der Wahnsinn heute von mir scheidet und ich meine Heiligkeit stattdessen akzeptiere? Meine Heiligkeit leuchtet heute hell und klar. Und was kann Schmerz mir nutzen? Was kann Gram und Trauer mir nutzen? Und es geht nicht darum, sich da zu versuchen, selber zu belügen, sondern es geht darum, so tief in uns Gott zu erfahren, den reinen Geist, der reine Geist zu sein. Es ist dann ja auch ein Seinszustand, dass es deutlich ist, dass das die Wahrheit ist und dass nichts verdrängt werden muss, weil nichts die Kraft hat, hier in der Illusion, in der Trennung, dass nichts die Kraft hat, den, der ich wirklich bin, die ich wirklich bin, einzuschränken, nicht jetzt vergebend und unschuldig und frei zu sein. Und wow, und das braucht meine Bereitschaft. Wir hatten das gestern hier auch im Seminar. Es braucht immer wieder die Bereitschaft, damit nicht recht haben zu wollen länger, sondern mich auch wirklich korrigieren lassen zu wollen. Richtig zu sagen, ey, oh, ich bin jetzt echt, ich war jetzt, keine Ahnung, 40, 30, 20, 50, 60 Jahre davon überzeugt, dass es wirklich ungerecht ist. Ich war überzeugt davon, dass ich Opfer oder Täter, Täterin bin. Und Heiliger Geist, da bitte ich wirklich Wahrheit rein. Da bitte ich Korrektur rein. Ich will vergeben, weil ich diesen Gedanken, auf dem ich meine ganze Persönlichkeit aufgebaut habe, mit, auf dem ich meine ganze Wahrnehmung, auf dem heraus ich meine ganze Wahrnehmung hier immer wieder aufbaue, von ich sehe da draußen Verletzte oder ich sehe Angreifer. Diesen Gedanken bitte ich, dass da Vergebung reinfließt, weil ich erfahren will, dass es ein Gedanke ist, den ich mal gedacht habe und der ich aber nicht bin. Und in meiner Erfahrung ist es so, dass der Heilige Geist dann wirklich so das wie mir nochmal zeigt und ich zum Teil wirklich auch nochmal in den Schmerz gehe oder früher mehr gegangen bin, jetzt wird es einfach immer deutlicher, dass ich diese Gedanken nicht bin. Und selbst wenn dann Schmerz aufkommt und noch alte Tränen abgeweint werden wollen, es ist ja alles so gesehen kein Ding, weil die sind ja sowieso im Unbewussten. Und das lässt mich ja jetzt nicht frei sein. Und dieser Gedanke, mit dem versuche ich mir ja unbewusst zu beweisen, ey, es ist für mich nicht möglich, dass meine Heiligkeit heute hell und klar leuchtet. Und ja, hier unten steht, Vater, meine Heiligkeit ist die deine. Ich will in ihr frohlocken und durch die Vergebung der geistigen Gesundheit zurückerstattet werden. Okay.
Dein Sohn ist immer noch, wie du ihn schufst. Meine Heiligkeit ist ein Teil von mir und auch Teil von dir. Und was kann die Heiligkeit selbst ändern? Und jenseits von selektiver Wahrnehmung, denn solange wir in der selektiven Wahrnehmung sind, glaube ich, das ist okay und da fängt irgendwas an und ist nicht mehr okay. Und jemand, der ganz woanders aufgewachsen ist und eine ganz andere Kultur hat, hat eine ganz andere Wahrnehmung und wer will da Recht haben? Hier hat jeder sein ureigenstes Universum. Ich habe, wenn ich meiner selektiven Wahrnehmung hier, meiner Wahrnehmung in der Trennung vertrauen will, dann versuche ich alle davon zu überzeugen. Darum haben wir ja Krieg, darum haben wir ja Konflikt. Das gibt es ja auch selbst innerhalb des Kurses oder in christlichen Gruppen oder in, egal. Also das geht ja so schnell mit der Wahrnehmung. Ich glaube aber wirklich, ich habe es. Und meine Heiligkeit ist in dir. Ich will in ihr frohlocken und durch die Vergebung der geistigen Gesundheit zurückerstattet werden. Und die geistige Gesundheit heißt natürlich, ey, wow, ich kann erstmal meine Wahrnehmung korrigieren lassen vom Heiligen Geist, indem ich erfahre, dass der Traum geträumt wird, dass die Illusion der Traum ist, hier die ganze Welt, dass ich die ganze Zeit in Gott bin. Dass wir ebenbürtig sind hier als Kinder Gottes. Und dass Vergebung wirklich die Erfahrung und den Raum in mir aufmacht, dass sich Liebe ausdehnen will und hier vielleicht in meiner besonderen Funktion sein will für einen Moment und mich erinnern will. Und je tiefer ich mich erinnere und umso bedingungsloser ich mich hingebe und sage, ey, hier, wow, ich will die Wahrheit, ich will die Wahrheit hier erfahren. Hey, koste es, was es wolle, weil ich gewinne, steht im Kurs, du gewinnst dein ganzes Königreich in dir. Du gewinnst die Erinnerung, dass dir nie was geschehen kann, weil du ewig in Gott bist. Und als ich den Kurs getroffen habe, da war das ganz, ich glaube sofort in mir, ey, wow, ja, ey, Heiliger Geist, Jesus, das will ich, koste es, was es wolle. Ich will erfahren, wie tief ja Wahrheit im Traum zu erfahren ist. Ich will mich erinnern, ich will hier in dem erwachen. Und was kann die Heiligkeit selbst ändern? Und es ist, dann sind wir mehr und mehr und dann leuchtet unsere Heiligkeit hell und klar. Und das gibt den anderen auch den Raum in ihrer Helligkeit, Heiligkeit, Helligkeit auch mit der klar zu leuchten. Und in dem schenken wir uns Freiheit und in dem wünsche ich uns einen wundervollen Tag voller Heiligkeit und Leuchten und liebender Erinnerung.